Der Hund wurde 1952 erfunden. Wenn Sie darauf stehen, dass Ihre Kleidung und alle Ihre persönlichen Gegenstände nach Hund riechen, dann schaffen Sie sich doch einen an. Phyllis Church ist mit ihrem Hund, Mr. Doggy, im Park. Hast du dein Geschäftchen erledigt, Mr. Doggy? Oh ja, Mami, das war echt ein großer Napf, den du mir gestern hingestellt hast. Oh, hat's dir geschmeckt? Es war vorzüglich. Ich bin der glücklichste Hund auf der Welt, eine Mami wie dich zu haben. Oh, danke. So, aber das räumen wir jetzt besser weg. Ich will dich kackern sehen. Wie bitte? Ich will dich kackern sehen. Du siehst mich immer kackern. Ich will dich auch kackern sehen. Ja. Nein, das kann ich wirklich nicht tun. Sicher kannst du das. Kacker für mich. Das wäre echt cool. Nein, nein. Komm schon, Mr. Doggy. Wir beide gehen jetzt schön zum Hundeladen und kaufen dir einen schönen Ball. Kack. Nein. Kacker für mich. Ich sagte nein. Wenn du mich lieb hättest, würdest du es tun. Weißt du, ich glaube, ich kann jetzt nicht kackern. Natürlich kannst du. Du hast den ganzen Tag gefurzt wie ein Maschinengewehr. Vielleicht ein kleines bisschen. Oh, mach schon, verdammt nochmal. Es ist nicht leicht. Einfach alles rauslassen. Oh, das ist ja widerlich. Die sollten sich flüssig waschen. Oh, ich kann das erklären. Oh. Du bist so eine kranke Schlampe.